Hey Leute, willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir sind im Reaktorkern und hier wollen wir ganz fiese Androiden wegballern. Ja, und das klappt sogar. Zwei Stück sind's noch, komm schon. Mit unserem Bolzengewehr, das ist voll gut. Ah, ich verstehe, je länger ich ziele, desto genauer wird's. Okay, okay, hab's verstanden. Du blöd Mann, du Blöder. Okay, dann habe ich schon geplündert, gut. Komm her. Bam. Ja, ja, keine Chance habt ihr da. Das ist voll gut, das Teil. Das ist zwar self-made, aber genau das macht es ja zu einer besonderen Waffe, finde ich. Spott, gut. Hier ist ein bisschen laut. Also wenn ich auch etwas lauter bin, dann entschuldige ich mich dafür. Toll, der geht gar nicht. Die ist natürlich ohne Strom. Ich meine, ist ja nicht so, als wäre hier Strom, ne? Gar nicht. Oh Leute, sieht das cool aus. Das sieht so cool aus, der Reaktor. Und das ist eine riesig große Anlage. Was? Steigen Sie zur Basis des Reaktors hinab. Was? Alpha-Kern? Beta-Kern? Alpha-Core? Beta-Core. Und wo ist der Hardcore? Ja. Der war nicht gut. Lacht nicht. Macht ihr wahrscheinlich sowieso nicht, aber gut. So. Gibt's hier noch ein paar fiese Androiden? Oh. Bolzenschießer. Ja. Ja, davon habe ich immer gerne viel dabei. Soll ich nochmal zum Beta-Core rüber? Zum Alpha? Ich gehe nochmal zum Alpha. Vielleicht liegt da ja noch was Schönes. So Bolzenschüsse oder so. Nee, also das Teil. Ich sollte mir den, glaube ich, sogar lieber aufsparen und dafür mit dem Revolver schießen. Das war aber ganz schön nah mit dem Strom eben. Ist da noch was? Hier blinkt überall. Hier blinkt überall. Ich weiß nicht, was wichtig ist. Wahrscheinlich gar nichts. Komm. Später, später. Reactor Maintenance. Oh Leute, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Wahrscheinlich sind da unten die ganzen Androidenbanden versammelt. Oh Gott. Aber in Aufzügen fühle ich mich immer einigermaßen sicher. Das ist ein Gerücht mit EMP-Geräten. Kann ich gar nicht. Die mit dem Anzug kann man nicht außer Gefecht setzen mit EMP. Das finde ich so gemein. Okay. Oh nein. Nicht. Nee, oder? Ach du Sch... Flammenwerfer. Leute, das ist nicht deren Ernst, ne? Kennt ihr das? Ricardo, sie sind alle hier. Wer? Alle, die verschwunden sind. Alle. Die sind alle in einer Art Nest gefangen. Das sind Eier. Das ist eine Farm. Shit. Sie müssen verschwinden. Sofort. Alter Schwede. Für nicht... Ich ja. Ich muss den Strom für die Plattform an den Leitern hier unten wiederherstellen. Vernichten Sie das Nest? Mach ich nebenbei jetzt. Warte. Mach ich mal eben. Ihr seid doch wahnsinnig, oder? Ich meine, ich finde es super geil, weil das erinnert mich jetzt so an Alien 2, aber... Ihr seid trotzdem wahnsinnig, dass ihr jetzt von mir verlangt, dass ich hier alles... Ihr wisst schon, wo ein Nest, da gibt's auch eine Mutti. Und die Mutti, die wird nicht froh drüber sein, wenn ich ihre Kinder töte. Zum Glück sind die schon leer. Ach du Scheiße. Ja, Chestbuster, ne? Die sind natürlich schon... Leute, hier sind bestimmt irgendwo noch Facehugger. Die produzieren die nämlich im Überschuss. Nicht gerade so, dass es reicht für die Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich muss so aufpassen. Wenn mich so ein Vieh anfällt, ist es aus, du. Erstmal speichern. Ihr seid doch wahnsinnig. Ihr seid doch wahnsinnig.
Alter Schwede. Ach, da muss ich hin, ne? Warte mal, was mit der Tür hier? So Eier zu kloppen, du. Es wäre jetzt so schön, wenn das ginge. Oh, Strom wiederherstellen, na klar. Ach, du Kacke, Leute, wie es hier aussieht. Wie ein Traum. Ein Traum für Alien-Freunde. Lucky, lucky star. You're my lucky. Lucky, lucky. Oh nein, Facehugger. Geh weg. Nein. Alter. Hau ab. Habe ich ihn zerkloppt? Ich glaube, ich habe ihn zerkloppt. Die können auch richtig fies springen, die Dinger. Oh nein, das Eis noch zu. Das ist auch noch zu. Boah, Kinder. Die werden doch durch... Die werden doch durch Körperwärme geöffnet, oder? Also die Dinger, die kriegen das mit, wenn sich da jemand nähert, den sie überfallen können. Stirb! Stirb! Sehr gut. Dass das Ding nicht schmilzt. Ich meine, das ist harte Säure, was sie da absondern. Das müsste mir eigentlich komplett den Schraubenschlüssel kaputt machen. Wenn es so einfach wäre, ne? Ich glaube, die haben sich das ein bisschen vereinfacht hier. Hä? Bindemittel will ich... Okay. Medikit. Hallo? Oh, nee, ich habe schon wieder eine gehört. So eine Sau. Sensor. Wofür brauche ich denn Sensoren, sag mal? Geräuschmacher? Ja, geht nicht. Oh, dafür brauche ich einen Sensor. Schwede. Batterien habe ich jetzt noch zwei. Na gut, das geht. Ah, Kinder, Kinder, Kinder. Munition für Bolzenschießer. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bist du das Teil, das ich aktiviert habe? Alpha-Leitung aktivieren. Schließmechanismus. Aber die haben sich hier mitten im Reaktor. Wie, also ich meine, die wissen es ja nicht besser, die Viecher, aber eigentlich ist es schon ziemlich doof, oder? Stell ich mal vor, wenn der Reaktor hochgeht, dann... Na gut, dann ist die ganze Station im Arsch, aber trotzdem. Oh. Clever. Überladen Sie den Beta-Kern. Wo ist der schon wieder? Der ist da hinten. Nein. Alter! Wollt ihr mich verarschen? Oh. Das ist nicht deren Ernst, oder? Scheiße, Leute. Wie viele tausend Aliens sind das bitte? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das nicht mögen, wenn ich jetzt hier alles aktiviere, aber... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Kacke, Leute, wie viel sind das? Das ist überhaupt nicht gut. Oh, was? Ich hab... Alter Schwede. Nee, besser ist, ich pumpe mir jetzt gleich was rein. Hopp, hopp! Alter.
Wie wär's, wenn du einfach mal abhaust? Oh Gott, Leute, überall piepst es. Ich. Nein. Speichern. Speichern. Nein. Was, ich lebe noch? Warum lebe ich noch? Ich verstehe das nicht. Zip. Ach, kacke, Leute. Muss hier schnell sein, glaube ich. Oh ne, wo bin ich? Nein! Komm ab! Du weißt, was das ist. Das ist Feuer. Und Feuer ist verdammt heiß. Sag mal, bist du bescheuert? Geh weg! Was zur Hölle? Wo bin ich denn? Wo muss ich denn hin? Da muss ich doch hin. Warum ist da die Tür weg? Hä? Ach nee, jetzt ist die Tür hier erst aufgegangen. Achso, ich bin jetzt wieder ein bisschen... Ich muss mir meine ganze Heilung reinpfeifen. Das ist unglaublich. Oh nein, überall sabbert's hier runter, Mann. Die können mich jederzeit greifen. Oh, hier sieht's ja traumhaft aus. So romantisch. So romantisch. Feuer. Alter. Flammenwerfer. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich gehe noch mal kurz hier. Ah. Ja, ja. Oh nein, Leute. Ja, das Matsch hier überall. Bringt überhaupt nichts, Digga. Oh nein. Der Bewegungsmelder. Das bringt hier überhaupt nichts. Stirb! Oh Gott. Ich bleib jetzt hier, warte. Dann sehe ich, wenn sie kommen. Nein, nein, nein. Hau ab. Hau ab, hau ab. Geh weg. Alter, warum? Ich hab... Du blödes Vieh. Ich hab den Flammenwerfer hier genau in dein Gesicht gehalten und du haust mir eine. Ich glaub, du hast sie nicht mehr alle. Ich werde jetzt nichts nehmen, das muss noch reichen. Das muss noch ein bisschen reichen, Leute. Oh Mann, diese Aliens, ich habe direkt wieder Angst. Auch wenn ich jetzt die Überwaffe habe, es macht keinen Sinn. Oder es bringt halt nicht sehr viel. Oh Gott, ich weiß nicht, wo die sind. Wie gesagt, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, der Bewegungsmelder. Tschüss. Es war kein Alien. Oder hat irgendwas gequietscht? Und ist auf mich zugerannt. Oder nicht? Hier gibt es ja auch keine Karte oder sowas. Oh, mein liebstes Geräusch. Piep. Ah.
gefällt ihnen, glaube ich, nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein! Alter, nein! Das geht's doch gar nicht. Ich hab doch nur geheilt. Warum kam's denn raus? Wo hat's mich denn gehört? War das die Spritze? Das Zischen? Kannst du mir nicht erzählen. Kackvieh. Nein, geh weg. Gesagt, geh weg. Komm raus. Und jetzt, bam. Ja, ich kann nicht. Warte, ich hänge hier irgendwo fest. Jetzt. Molotow. Okay. Hä, was ist denn los? Ich hänge hier irgendwie in der Decke fest. Keine Ahnung. Ich kann auch nicht mehr rennen gerade. Okay, ich glaube, hier drin sollte ich ja einigermaßen sicher sein. Aha. Furchtbar, Kinder, furchtbar. Nein, ich sage das nicht, weil ihr Kinder seid, sondern weil ich das so mir irgendwie angewöhnt habe. Aha. Kann ich das jetzt nicht nehmen? Habe ich letztes Mal so viel verbraucht? Kann ich irgendwas? Molotow. Ich nehme mal einen Molotow. Vielleicht kann ich die damit auch ablenken. Oh, mein Glück kommt das Vieh nicht hierher, du. Genau auf der anderen Seite. Ach, das ist ein Facehugger. Bam. Was? Ich verstehe es nicht. Was ist gerade passiert? Was ist passiert? Leute, was ist passiert? Ich verstehe es einfach nicht. Komm, schön aufgehen. Ich kann mir nur so erklären, dass das Mistvieh mich doch noch erwischt hat. Ich kann wieder nicht aufstehen. Was ist da los? Replay. Nein! So blödes Teil. Suppe von der Decke, es ist so lecker, ne? Es ist so köstlich. Ist das köstlich. Mund aufmachen und runterstellen. Ah. Geil. So, jetzt lass mich erstmal gucken. Ich habe doch schon alles gebaut, ne? Mann, dieses blöde Facehugger-Vieh. Kann ich das vielleicht verbrennen? Warum hat es mich jetzt erwischt und vorhin nicht? Also ich mich dann... Warte mal, genau, das ist die Idee. Ich setze mich einfach mal in den Schrank jetzt. Vielleicht kommt es dann gar nicht. Aha, verarscht. Guck mal, es ist weg. Voll gut. Vielleicht war ich auch schon vorhin zu sehr geschwächt. Deswegen heile ich mich mal lieber. Nicht, dass das für mich jetzt erwischt. Leute, ich will doch nur noch an den Speicherpunkt. Komm schon. Nur noch an den Speicherpunkt. Nein. Komm raus, schnell. Bam. Nein, 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 nein.
Okay. Okay. Hat's hier gepiepst? Ich weiß es nicht. Ja, nein. Alter, hau ab! Sag mal, ich bin instant tot! Nein! Oh, Leute, das ist doch kacke. Na gut, ich werde hier mal den Part beenden. Vielleicht habe ich nächstes Mal mehr Erfolg. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen Liebe da lasst. Schreibt mir ein paar nette Kommentare und gebt mir Likes. Wir sehen uns wieder zu Alien Isolation.